So, jetzt ist die Qualität endlich mal wieder besser. Willkommen zurück zu Meltdown. Ja. Probieren wir es nochmal hier. Mal gucken, das ist jetzt die erste Stage, die ich nicht in einem Part gerissen habe, glaube ich. Und... ja. Ach ja, warte, ich erinnere mich. In dem Wasser habe ich nur einen Jump danach, ne? Das ist das Schlimmste. Ah, fuck, nein, das ist das Schlimmste. Ich hasse solche scheiß heißen Tage, wenn es einfach so richtig warm draußen ist. Jedes Mal, wenn die sagen, oh, also im Radio so 30 Grad Sonne, ja, wolkenlos und so im ganzen Pipapo halt eben so, denke ich mir schon wieder, warum ist das toll? Wer hatte bitte schon gerne 30 Grad im Schatten und pralle Sonne? Ich nicht. Ich nicht. Ich bin wirklich eher so mehr der Regentyp. Wenn es regnet, bin ich happy. Ist so. Oder wenn es bewölkt ist, bin ich schon zufrieden. Ah, come on, Blitz, lass mich da durch. Alter, dein Ernst. Ach, Mann. Zum Glück sind hier relativ viele Saves. Jawoll! Oh, fuck. Oh, Mann. Das war easy. Warte mal, ich mach kurz mal was. So, jetzt habe ich kurz mich mal auf Discord so gemacht, dass wenn ich Meltdown spiele, weiß es jeder. Ah, nicht schlecht. Ach du Kacke, was ist denn das für ein Mördersprung da? Das ja. Ach Mann, warum kann ich nichts im First Try machen? Das ist doch ätzend. Komisch. Boah, das Spiel kann ich nicht auf die Dauer spielen. Diese kleinen Sprünge, die regen mich auf. Jetzt nehme ich schon wieder so ein Save, wo du nur solche... gefühlt nur 2 Frames oder 3 Frames oder wie auch immer die Scheißdinger heißen. Aber so ein Full Jump hier ist nicht drin. Gut. Okay. Das hier weg damit. Hasse Fall Gates. Aber nicht, weil ich eigentlich gut in ihnen bin. Okay.
Horner sind mittlerweile nicht mehr so das krass große Thema. Ah, wenigstens habe ich in die richtige Richtung geworfen. Voll stolz drauf. Geschafft. Mann, warum sterbe ich an so einer leichten Scheiße? Oh, ich kann überall sterben, ey. Für mich ist jeder Sprung gleich schwer, irgendwie habe ich im Gefühl. Ist halt eben echt so, ne? Es gibt keinen Sprung, bei dem ich sagen kann, der ist schwerer und der ist schwerer. Ich sterbe bei jedem gleich oft. Geht auch für Gates. Oder solchen Scheiß. Sowas ist das Schlimmste. Sowas ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. Oder Fall Gates mit der Kack-Engine. Alter, lass mich da hoch oder ich fress dich auf. Das ist nicht wahr, oder? So, Airline ist da. Oder da geht auch. Ich möchte da so hoch. Oder muss ich das so machen, dass ich die nicht, dass ich diese Wand nicht berühren darf? Leck mich. Leck mich, das werde ich nicht machen. Ist mir egal. Nein, vergiss es. Leck mich. Siehst du? Bitte nicht. Danke, 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 danke. Ah, okay, ich bin am Ende. Okay, schauen wir mal den Avoidance an. Nein, es ist der aus Culture 2. Nein, bitte nicht. Ich hasse den Avoidance. Jetzt wäre was Neues. There is jump refreshes behind the rocks. Check kurz mal den Sound. Ja, war doch schon ein bisschen laut. Jetzt habe ich mal ein bisschen leiser gemacht. Ist eine tapfere Entscheidung. Das Needle hier sieht beschissen aus, aber... Einfach ein Plane machen. Ich bin doch gut in Planes eigentlich. Seht ihr? Geht. Ah, siehst du, geht easy. Ich
LOL, hier sind aber ziemliche Hardcore-Sprünge, sag mal. Dafür komme ich aber ganz gut durch. Ja, das mit E kann ich abhauen, ne? Genau. Muss ich das so mal ins Wasser? Kann ich doch gar nicht rein. Fick dich! Okay, warte mal. Da sind Jump Refresher, hat er gesagt. Achso, da, da und da und da. Okay. Sich wenigstens einmal durch. Ey, was ist denn das für ein. So langsam erreichen wir wirklich den Next Level Shit. Ja, spring halt daneben, du Saftsack. Ich muss ja mit einem Ey, wer immer der Entwickler ist, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Fuck, Alter, ich hasse das! Und der Shit, der danach kommt, ist auch noch schwer. Vergiss es, das schaffe ich nicht. Aber den Avoidance, auf den habe ich keine Lust. Ich hasse ihn so sehr. Den mache ich dann, wenn ich das Spiel geschafft habe. Habe ich versprochen, wenn ich das Spiel geschafft habe, mache ich alle Avoidance, die ich übersehen habe, nochmal. Außerdem mit dem Wurm. Den nicht. Da hat mir der Kampf schon gereicht. Die Tatsache, dass er der vermutlich einzigste abschießbare Boss ist, macht das Spiel für mich schon ein bisschen schlechter. Warum nur ein Boss, Alter? Ich meine, okay, Kaltschott 1 hat auch nur einen Boss, aber da fand ich auch das Needle besser als hier. Wieder ist Alter, ich. Boah, ich will aus der Höhle raus. Da unten ist, glaube ich, dieses Ding. Sag mir an, dass ich bald am Ende dieses Dreckslochs bin. Alter, der erste Sprung ist scheiße. Ich sag doch, das Needle-Design in dieser Höhle ist scheiße. Ich habe immer schon das Gefühl, dass für jede Welt ein anderer zuständig war. Wenn dem so ist, dann hasse ich den, der das hier gemacht hat. Ich mochte alles, was davor kam. Das hier mag ich nicht. Aber überhaupt nicht. Das ist ja scheiße ohne Ende. Hallo. Ich hasse es, wenn ich schneiden muss.
Luxus, aber es bleibt mir wohl keine andere. Ah, Fickbert. Du elender Hurensohn. Dankeschön. Oh ne. Alles klar. Boah, fuck. Wenigstens ist das nur ein Screen. Gott sei Dank, ey. Wollte endlich mal was hier im First Try geschafft. Letzter Save, dann bin ich aus dieser Gülle hier weg. Oh fuck, Alter. Was ist das denn für ein Sausprung? Oh, der letzte Sprung sieht auch noch ein bisschen behindert aus. Aber nur ein bisschen. Drecksscheiße. Okay, wenn dem so ist, dann mache ich das. Dann werde ich das auch wohl so machen. Nein, ich will den Boss nicht. Ich will weiter. Raus hier, raus hier, raus hier. Weg da, weg da. Lass mich da hoch. Bitch, lass mich da hoch. Ich bin wieder hier. Final Area, oder was? LOL! Haha, geil! Okay. Okay, ja gut. Zu dem nächsten Part. Und bis dann, Leute. Ciao!